Ja, hallo liebe Katrin, ich freue mich, dass du da bist. Magst du mir ein paar Worte erzählen? Wer bist du und was machst du? Also, hallo erstmal, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin die Katrin. Ich mache zwei Dinge eigentlich hauptsächlich. Einerseits als Freiberufler arbeite ich Marketing, berate ich Mittelständler, mittelständische Handwerksbetriebe. Da hauptsächlich Unternehmenskommunikation und Markenentwicklung. Also das sind so meine Steckenpferde und auch meine Stärken. Und gleichzeitig bin ich noch angestellt als Business Coach und Seminarleiterin. Super, wir haben ja zusammen unser Coaching gemacht. Und Ja. vielleicht magst du mir mal erzählen, was du so aus dem Coaching so für dich mitgenommen hast. Also am wichtigsten würde ich sagen, es gibt noch andere Möglichkeiten als die meine gedachten. Also das war für mich das Spannendste. Wenn man mich fragt, wer bist du, was machst du, da bin ich, das ist eigentlich gerade mein Thema oder vielmehr mein Thema ist, was will ich denn machen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ich will jetzt ganz angestellt sein oder ganz freiberuflich sein. Also sprich, ich brauche jemanden, der mir bei der Entscheidungsfindung hilft. Und mitgenommen habe ich aus dem Coaching, es gibt nur ganz andere Möglichkeiten als die, die ich bis dahin dachte. Also da dachte ich immer so in der Kategorie entweder oder, schwarz oder weiß. Aber es gibt noch eine dritte und vierte Variante und das fand ich sehr spannend und auch sehr erlösend, wenn man so will. Also raus aus diesem Gatter im Kopf, offen und einfach mal gucken und auch sehen und andere Dinge auch noch sehen können. Ja, Super, genau. das freut mich. Ja, als ich Ja. das ausgeschrieben hatte, was war denn für dich so der Grund, warum du dich für die Zusammenarbeit entschieden hast? Also, mehrere Gründe. Zum einen hat mich angesprochen das Wort Struktur. Also Coachings gibt es ja 100.000 Milliarden Coachings und Rababababa und Labalaba und das ist was, was ich, das hilft mir nichts. Also ich brauche irgendwo eine klare Struktur, eine klare Vorgehensweise, ich muss den Überblick haben, ich muss wissen, wo ich stehe und was kommt vielleicht auch. Und irgendwo, mir hilft es, wenn ich ein Gerüst sehe und nicht das Gefühl habe, das schwimmt da so und irgendwas und nichts ist wichtig oder alles gleich wichtig. Ich empfinde es eben anders. Das war das eine. Also es war das Wort Struktur. Und das andere war, dass du mir schon immer, beziehungsweise nicht du persönlich, sondern dein Name mir immer wieder begegnet ist und ich irgendwann mal dachte, weil jetzt wird es spannend. Ein Zeichen, ein Zeichen. Da melde ich mich jetzt mal und jetzt bin ich gespannt, so war es. War eigentlich pure Neugierde und auch eben dich kennenlernen zu wollen. Genau. Schön, ist ja auch ein Kompliment, ne? Ja. Ja, du hast ja vorher gesagt, also man ist ja immer so hin und her gerissen, ist Coaching was für mich, ist Coaching nichts für mich. Was würdest du den anderen sagen, die sich grundsätzlich für ein Coaching interessieren, aber noch nicht so genau wissen, ist das das Richtige für mich oder nicht? Also primär würde ich einem anderen sagen, er soll sich vorneweg überlegen, was er denn eigentlich will, was er für Erwartungen an den Coaching hat. Was braucht er denn? Was ist sein Ziel? Und das Coaching bei dir ist eben sehr strukturiert und eine Vorgehensweise sehr pragmatisch. Man soll richtig arbeiten und da kommt ja unterm Strich eine Lösung raus oder es kommt ein Ergebnis raus. So. Für mich war das das absolut Richtige. Natürlich muss sich jemand fragen, ob das auch das ist, was er selbst will. Also es ist schon wirklich Arbeit. Das, was mich jetzt überzeugt hat, muss ja jemand anders gar nicht überzeugen. Aber wenn jemand Interesse hat, sage ich jetzt mal, sieht, wie ist die Vorgehensweise, wie ist die Struktur, also eigentlich wie ein Inhaltsverzeichnis. Und man hangelt sich an dem entlang und weiß ganz hundertprozentig, dass am Ende irgendein Ergebnis dasteht. Wenn sich das jemand wünscht, dann ist er bei dir genau richtig. Super, ich danke dir. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich mich für Business mit Struktur entschieden habe. Klare Fahrplan, Ja, damit das genau, das Leben kann ich ein gut verstehen, weil das bisschen andere leichter ist wird. Zeitverschwendung und Ja. bringt nicht weiter, hilft nicht weiter. Ja. Und es geht einfach so unglaublich schnell, wenn du überlegst, wir haben 2 Stunden, haben wir miteinander Ja, genau, gearbeitet. also da kommt echt was dabei rüber. Und es ist ja auch unbefriedigend, wenn das immer so, also wenn es nicht auf den Punkt kommt. Ja. Da kommt es eben auf den Punkt und das ist toll. Genau, und dann verzeiht man mir auch meine Hartnäckigkeit. Ja, genau.
Ja, die kann ja schon ganz schön unbequem sein, aber die ist ja wichtig. Das ist ja auch gut so, dass sie da ist. Ja. Genau. Super. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, Katrin, was du loswerden möchtest, was wir vielleicht noch vergessen haben, irgendwelche letzten Worte? Also, was wir noch nicht so ganz klar gemacht haben, vielleicht weiß ich nicht, ist, dass diese Methode Business mit Struktur eben, man muss es sich vorstellen wie ein Kuchenstück und jedes Kuchenstück, also 16 Stücke sind es, glaube ich, weiß es nicht. 12. Oder 5, wie viel? 12. 12. Und jedes Kuchenstück steht quasi für ein Thema, also ob das jetzt Qualität, Vertrieb, Vision, also meins war jetzt Vision, oder halt alle relevanten Themen für einen Geschäftsbereich sind. Und innerhalb des jeweiligen Kuchenstücks wird eben der Inhalt erarbeitet. Und das fand ich, also es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe dann das Gefühl zum Schluss, ich habe eine 360-Grad-Beleuchtung des Themas. Alle Varianten, alle Blickwinkel, alle Themen, die wichtig dafür sind, das fand ich sehr spannend. Super. Ja, und dass du ein unbequemer Coach sein kannst, sagen wir es so. Das haben wir ja schon gehabt. Aber ich denke, nur ein unbequemer Coach ist auch ein guter Coach, wie es so heißt. Das stimmt in dem Fall auch. Nicht locker lassen und dann haben wir schon, dass wir keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Genau. Super. Katrin, ich sage ganz lieben Dank bei dir und freue mich auf alles, was da noch kommen mag. Ja, das freue ich mich auch. Und dir vielen Dank auch für das Angebot. Also ich glaube, ich wäre ansonsten so nicht dahinter kommen. Ich hätte auch die Methode nicht kennengelernt. Dankeschön.